So, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist gut an der Zeit, langsam zu beginnen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend, meine Damen und Herren, hier in Ihrer Wirtschaftskammer Steiermark, wahrscheinlich heute am angenehmsten Ort dieses Landes, an diesem Hitzetag im gut klimatisierten Europasaal. Ich bin Gregor Wittholm, ich begrüße Sie hier heute, ja, zu einem Impuls-, Input- und Informationsabend der Wirtschaftskammer, der Sparte für Information und Consulting unter der Überschrift Barrierefreiheit, genau genommen Barrierefreiheit, neue Pflichten, aber auch neue Chancen. Barrierefreiheit, sage ich mal, geht uns alle an, aber auch vor allem für die Unternehmer aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Wie Sie ja alle wissen, im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes gilt ja die festgeschriebene Barrierefreiheit ab 1.2016 in jener Form, wie es eben im Gesetz vorgeschrieben ist. Das heißt, sämtliche Übergangsfristen der vergangenen Jahre laufen damit endgültig aus. Das ergibt natürlich, könnte ich mir vorstellen, Fragen, Unsicherheiten, die wollen wir heute zu einem großen Teil zumindest klären, beziehungsweise die richtigen Antworten dazu liefern. Zuvor aber darf ich Ihnen Ihren Gastgeber dieses heutigen Abends präsentieren. Auch er möchte Sie selbstverständlich recht herzlich begrüßen. Er ist der Obmann der Sparte für Information und Consulting hier in der Kammer. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Sozialrat Friedrich Hintersteiger. Hallo. Ja, darf Sie alle in Ihrer Wirtschaftskammer im Haus der steirischen Wirtschaft, in Ihrem Haus der steirischen Wirtschaft herzlich willkommen heißen. Ganz besonders freut es mich, wo ist er jetzt, dass ich in Vertretung für den Präsidenten, den Direktor unseres Hauses, Dr. Karl-Heinz Dernoschek. Lieber Karl-Heinz, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz besonders willkommen heißen möchte ich auch die Gebärdendolmetscherinnen Magister Eva Anderhuber-Dutsch und Madeleine Dax. Herzlich willkommen und Dankeschön. Ich glaube, die beiden Damen wechseln sich ab, wenn ich richtig informiert bin. Ein paar Worte: Barrierefreiheit sollten wir, denke ich, alle als Chance sehen. Wer wäre prädestinierter als die Sparte Information und Consulting, sich zu diesem wichtigen Thema zu Wort zu melden? Unsere Ingenieurbüros, die Unternehmensberater mit dem IT-Bereich sind natürlich prädestiniert, diesen Fachvortrag auch inhaltlich zu gestalten. Und die zwei Spitzenfunktionäre, die Obfrau der Ingenieurbüros Petra Brandweiner-Schrott und der Dominik Neumann als Chef der UBITS, die werden Sie dann am Podium noch sehen, mit weiteren Spitzenleuten, Spitzenfunktionären unserer Organisation. Ich möchte auch darauf hinweisen, wir bieten, der Moderator wird es am Schluss dann noch ganz dezidiert Ihnen sagen, wir bieten kostenlose Erstberatung unserer Funktionäre. Ich möchte mich dafür als Spartenobmann auch herzlich bedanken und bedanke mich bei allen, die später dann am Podium sitzen werden. Einen informativen und inhaltlich sehr hochwertigen Abend wünsche ich Ihnen alle. Dankeschön. Danke, Herr Kommerzialrat Hintersteiger, herzlichen Dank. Ja, vielleicht die Eckdaten zum Programm heute. Wir bieten Ihnen, wie Sie gehört haben, Inputs in Form von drei Vorträgen zu den unterschiedlichsten Bereichen bzw. den unterschiedlichsten Gesichtspunkten zum Thema Barrierefreiheit. Ich darf darauf hinweisen, dass Sie auf Ihren Sitzen USB-Sticks gefunden haben. Auf diesen Sticks sind sämtliche Vorträge mit allen Folien und noch weitere Details raufgeladen. Das heißt, Sie können das auch noch schön
nachbereiten und darf vielleicht auch noch den Hinweis geben für all Ihre Bekannten und Freunde, die es heute nicht nach Graz geschafft haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Diese Veranstaltung wird auch über Livestream jetzt auf der Homepage der Wirtschaftskammer übertragen von WKO TV. Also falls Sie noch geschwind ein SMS oder ein WhatsApp abschicken wollen, können Sie das gerne tun. Ja, Vorträge haben wir hier heute, aber auch eine Podiumsdiskussion im Anschluss. Warum sage ich das? Weil ich Sie jetzt schon motivieren möchte, diese Chance zu nutzen. Hier können auch Sie durchaus aktiv an unsere Expertinnen und Experten Fragen stellen, Ihre Statements einbringen zum Thema Barrierefreiheit. Damit würde ich sagen, wollen wir mit dem ersten Input beginnen. Da begrüßen wir einen Mann, er ist Unternehmensberater, er ist zertifizierter Sachverständiger und Risikomanager und ist im Thema Barrierefreiheit sicherlich ein Experte mit ganz, ganz, ganz viel Erfahrung. Meine Damen und Herren, er sagt, keine Angst vor Barrierefreiheit, Chancen nutzen, aber auch das Risiko. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich in Graz Herrn Diplom-Ingenieur Klaus-Dieter Dollinger. Herzlich willkommen. So, jetzt ist die Wirtschaftskammer Steiermark zwar vorbildlich barrierefrei mit dieser Rampe, nur sie funktioniert nicht. Herr Dollinger, ich hoffe, Sie sind... Ja, das wäre ja peinlich gewesen jetzt. Na, hör mir auf, reden wir über Barrierefreiheit. Ja, genau, aber gut Ding braucht Weile. Das Ding fährt langsam, aber dafür sicher. Und wie gesagt, die Wirtschaftskammer Steiermark kann mit gutem Gewissen sagen, wir sind barrierefrei. Aber Sie machen es dafür ein bisschen spannender, Herr Diplom-Ingenieur. Nein, das sicher nicht. Aber erlauben Sie mir die Chance zu nutzen, wenn ich sage, eingangs, Barrierefreiheit geht uns alle an. Haben Sie das Gefühl, dass dem schon so ist in der Gesellschaft? Es hat sich innerhalb der letzten Jahre einiges getan. Wir haben natürlich gewisse Behinderungsarten, die nach wie vor total vernachlässigt sind. Und wenn man schaut, also man hätte jetzt vor 2 oder 3 Jahren kaum noch auch in der Wirtschaftskammer Veranstaltungen gesehen, die gebärdet werden. Gott sei Dank. Jetzt Ihr Input. Bitte sehr, Herr Diplom-Ingenieur. Trotzdem aufstehen, weil da sehe ich sie nicht. Ich bin die meisten, die mich kennen, ja ohne Rollstuhl kennen. Ich habe 2 unterschiedliche Prothesen. Wenn das Wetter so extrem heiß ist, bin ich ganz gerne im Rollstuhl auch, ganz einfach, um meine Stümpfe entsprechend zu schonen. Und ich glaube so, es geht so wirklich so ein bisschen Schreckgespenst um. Das ist so das Behindertengleichstellungsgesetz. Das Gesetz gibt es seit 10 Jahren und plötzlich haben alle Angst davon, weil die Übergangsbestimmungen auslaufen. Darum lassen Sie mich bitte gleich mit meinen Kernaussagen beginnen. Und zwar, die gute Nachricht ist, niemand muss zuschauen, wenn er oder sie sich nicht besonders botschert anstellt. Und die schlechte Nachricht, niemand ist vor einer Schlichtung sicher. Ich werde es nachher dann gleich auflösen. Was erwartet Sie? Die Person können Sie bitte auf dem Stick nachlesen. Ich löse dann die Kernbotschaften auf, erstelle Ihnen den Arbeitskreis Ecobility, barrierefreie Wirtschaft vor und 3 Mitglieder aus diesem Arbeitskreis, die also das Bildungsthema, keine Angst vor Barrierefreiheit betrauen. Dann habe ich Ihnen vorbereitet eine Folie zu den wichtigsten Gesetzen und Normen. Dann so eine kurze Frage und Antwort, aber da sicher sehr viele Expertinnen sitzen, die bitte ich da wirklich sich zurückzuhalten. Dann habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, was uns also so als Barrierefreiheit verkauft wird und dann habe ich noch ein paar Eindrücke und ein paar Bilder mitgebracht. Das können Sie bitte nachlesen. So, zur Auflösung meiner Kernbotschaft. Das heißt, wir sind 100%, Sie haben ein Lokal, ist 100% barrierefrei. Und Sie oder irgendjemand für Ihre Mitarbeiterinnen sagt, den Sabbaten-Spaß, der da hinten bediene ich nicht, oder der Grüppi kommt da nicht in mein Lokal einer.
dann sagen Sie bitte, das Erste, wo Sie konfrontiert sind, ist die Gewerbeordnung. Und das bitte die große Novellierung 1994. Das heißt, da war vom Behindertengleichstellungsgesetz nur überhaupt keine Rede. Und zwar ist jetzt der Paragraph 87 Absatz 1 Ziffer 3, der diese Schutzinteressen drinnen hat. Und wenn man gegen diese schwerwiegend verstößt und die erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt, dann kann das bitte bis zum Entzug der Gewerbeordnung gehen. Nur weil sie irgendeinen Sorge gemacht haben. Ich meine, das wird nicht das Einzige sein, wo wir jetzt ins Gastgewerbe gehen. Jetzt habe ich vielleicht schon ein paar Mal einen Konflikt gehabt mit dem Schanigarten. Ich habe Jugendlichen vielleicht was zum Trinken gehabt und ich habe mit dem Zapfenstreich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und dann sage ich sowas, kann unter Umständen oder Tüpfelchen auf dem I sein. Geregelt wird das strafmäßig, verwaltungsstrafmäßig im Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 3 des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsgesetzverfahren. Und dort steht drinnen, dass das mit einer Geldstrafe bis zu 1090 Euro zu bestrafen ist. Und das Behindertengleichstellungsgesetz, dort sind sie jetzt nicht wegen einer Barriere im Konflikt, sondern wegen der Belästigung. Weil der Paragraph 5 Absatz 4, das ist die Belästigung selbst, 5er ist die Anstiftung zur Belästigung, sagt, das ist auch Diskriminierung. Und dort haben wir einen Mindesterschadensatz, der ist auch im Gesetz festgelegt mit 1000 Euro. Das heißt, sie sind aber komplett barrierefrei. Und trotzdem sind sie mit der Materie unter Umständen in Konflikt. Warum glaube ich jetzt, dass sie nicht zustimmen muss oder dass keiner zustimmen muss? Weil ich nicht glaube, dass jemand von Ihnen so eine Äußerung machen wird, hoffentlich. Dann dieses Gesetz gibt es bitte seit 10 Jahren. Am 01.01.2006 ist es in Kraft getreten. Und es laufen nur die Übergangsbestimmungen aus. Das heißt, wir haben in diesen 10 Jahren haben wir insgesamt gehabt 909 Schlichtungen nach diesem Gesetz und wir haben gehabt 15 bis 20 Klagen, also nicht wirklich der Renner. Es gibt die Verhältnismäßigkeit oder die unverhältnismäßige Belastung, das ist der Paragraph 6 Absatz 3. Und der sagt aber ganz eindeutig, es genügt jetzt nicht, auch wenn es für mich unverhältnismäßig ist, darf ich nicht die Hände einfach in den Schoß legen und nichts tun, sondern der sagt, ich muss mit zumutbaren Maßnahmen zumindest eine wesentliche Verbesserung bewirken. Dann gibt es zum Beispiel auch noch andere Gesetzesmaterien wie Denkmalschutz, Hochwasserschutz, Brandschutz, die also vor Barrierefreiheit gehen. Und der Tatbestand dieses Gesetzes ist die Diskriminierung. Und es ist vor einer Klage immer die Schlichtung vorgeschaltet. Das heißt, das Gesetz kann feststellen, diskriminiere ich jemanden oder diskriminiere ich ihn nicht. Warum ist niemand vor einer Schlichtung sicher? Diskriminierung wird subjektiv wahrgenommen. Der Stand der Technik bezieht sich auf Normen. Und Normen sind immer ein Kompromiss zwischen verschiedenen Interessensgruppen und da sogar zwischen verschiedenen Behinderungsarten. Das heißt jetzt, der Dolliner ist ein baumlanger Lakel, wenn ich mit meinem Rollstuhl in der Posthaus reinfahre und es ist ein warmgerechter Tisch mit 70 Höhe und der Fahrer fahre ich nie und kläscht wirklich mit meinen Kniestöpfen vor. Das heißt, ich fühle mich diskriminiert. Das heißt, ich lade den Chef jetzt ein zur Schlichtung, sage, ja, ist das eh, kommt denn jemand mit dem Tisch rein und der sagt, ja, wo ich eh schon gesehen, die habe schon vorbereitet, zwar vom Kopf der Strafe, die legen wir jetzt nächstes Mal auf, dieses Problem gelöst. Würde der jetzt dahin einigen vor Herlauf schon sagen, okay, ich kaufe jetzt eine Tische und tun zum nächsten Tag, die wir gehen mal einer, der gar nicht ist, der sagt, boah, der Dolliner war schon wieder da, ist es schon wieder beim Tisch. Also, so wie bitte, wenn Sie jemals zu einer Schlichtung eingeladen werden, bitte nehmen Sie diese Chance wahr, allein schon wegen der Wertschöpfung. Meistens kommen dort immer tolle Lösungen raus, die man relativ einfach umsetzen kann. Das Pause hat genau gepasst. Der Arbeitskreis Ecobility hat sich dieses Thema Barrierefreiheit und Zugänglichkeit auf die Fahnen geschrieben und
Für uns ist es wichtig, dass wir für Sie bereitstehen, hier also die Ängste auch ein Stück weit abzubauen, die Barrieren in den Köpfen ganz einfach auch abzubauen und ganz einfach die Chance zu sehen. Das heißt, wir haben eine neue Zielgruppe, mit der man vielleicht ein bisschen anders umgehen muss, die vielleicht ein bisschen mehr Platz braucht und die vielleicht ein bisschen anderes Verständnis braucht, vor der man keine Angst haben muss. Die drei Mitglieder, die Sie dann beim Bildungsthema begleiten, ist die Frau Magistra Monika Hirschmugel-Fuchs. Sie hat so die Schwerpunkte Barrierefreiheit im Tourismus, Inklusion und das neudeutsche Wort Diversity für Vielfalt und Arbeitskräftepotenzial. Also das ist also auch behinderte Menschen sind ganz wichtiges Arbeitskräftepotenzial. Der Herr Diplom-Ingenieur Korczak wird dann noch einen Vortrag halten, spezialisiert auf Webseiten Audis und auf digitale Barrierefreiheit in diesem Thema. Und ich bin zuständig in dem Thema eben für die barrierefreie Zugänglichkeit entlang der Servicekette, Anwendungen neuer Technologien für mobil eingeschränkte Menschen und ich bin die Quasseltante im Arbeitskreis Vorträge und Keynotes, sonst war ich heute nicht da. Ganz kurz die Gesetze und Normen. Anfangen tut es mit der Bundesverfassung, der Artikel 7, der Gleichheitsgrundsatz, wo man die Barrierefreiheit oder die Gleichbehandlung zumindest drinnen haben. Die Gewerbeordnung habe ich schon gehabt, den Artikel 3 habe ich auch schon gehabt, Behindertengleichstellungsgesetz habe ich kurz angeschnitten gehabt. Falls Sie jemanden haben, der eine Behinderung hat und bei Ihnen arbeitet, trifft das Sie natürlich auch das Behinderteneinstellungsgesetz zu. Dann haben wir die UN-Behindertenrechtskonvention, das heißt also die Teilhabe oder die selbstständige Teilhabe an der Gesellschaft ist auch ein Menschenrecht. Wir haben das Steiermärkische Baugesetz, die Steiermärkische Bautechnikordnung dazu. Dann haben wir die ÖNormen B1600 fortfolgende plus Verweise. B1600 ist barrierefreies Planen und Bauen. Und wir haben die OEB-Richtlinien, die OEB-Richtlinie 4, Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, wo leider die Barrierefreiheit jetzt wieder sehr zurückgeschraubt wurde und nicht mehr vollinhaltlich auf die 1600er Normen verweist. So, kurzes Frage-Antwort-Spiel. Also alle, die es schon kennen und alle Experten, die da sind, bitte nicht mitstimmen. Wie viele Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung brauchten jetzt eine barrierearme Gestaltung? Wie viel? 5? Sechzig, super. Es sind 40% der österreichischen Gesamtbevölkerung profitiert davon, es sind fast 3,5 Millionen Menschen. Da sind natürlich auch die jungen Familien mit Kinderwegen dabei, da sind die temporär eingeschränkten Menschen dabei, das heißt noch ein Sportunfall, wenn die auf Krücken gehen und da sind die Generation 60, 70, 80 plus dabei, die halt dann irgendwelche Gehhilfen schon benötigen. Zu den 4 Behinderungsarten, die wir haben. Das Problem mit den Zahlen ist, dass Behinderung nicht weltweit einheitlich definiert ist. Die Zahlen, die ich Ihnen da mitgeliefert habe, gehen aus einer Mikrozensusumfrage heraus. Und da sind also dauerhaft mobilitätseingeschränkte Menschen mit 1,2 Millionen. Das sind also alles Menschen, die irgendwelche Gehhilfen brauchen, Krücken, Rollatoren, Prothesen, Stöcke oder auch Rollstühle. Dann gibt es 2 Sinnesbehinderungen, das ist immerhin noch 500.000 Menschen. Das sind also Menschen, die trotz Sehhilfen schlecht sehen oder blind sind oder Menschen, die trotz Hörhilfen schlecht hören oder gehörlos sind. Und Menschen mit Lernschwierigkeiten, das sind Menschen, die also jetzt komplexe Texte nicht sinnerfassend lesen können. Da gibt es die sogenannte leichte Sprache dazu und das sind 84.000. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz meine Lieblingsbeispiele vorstellen, die uns so mehr oder weniger als Paradebeispiele für Barrierefreiheit verkauft wurden. Das ist einerseits der Niederflurbus, der ist in den 1960er Jahren entwickelt worden und zwar nicht, dass wir mit Kinderwagen oder mit Rollstühlen einsteigen können, sondern der Niederflurbus erspart
40% der Einsteigefrequenz. Das heißt, die steigt 40 Mal schneller ein. Und das ist auch der Grund, warum man in den Städten Niederflurbusse sieht, weil man dort mehrere Busgarnituren unter Umständen einsparen kann, weil eben der Bus ganz einfach schneller die Runde durch ist. Und am Land sieht man sie nicht, weil es eben dort dieses Einsparpotenzial in der Form nicht vorhanden ist. Und entwickelt wurden sie von Neoplan, vom Autobushersteller, für die Flugfelder in Amerika, weil man da gemerkt hat, wenn man also auf das Gateway rausfahren muss, dass Ein- und Aussteigen ganz einfach sehr viel Zeit braucht. Der Einhandmischer ist heute Stand der Technik. Man geht teilweise schon wieder zurück mit den Retroarmaturen. Ist jetzt nicht für einarmige Menschen erfunden worden. Da waren wieder wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund. Und zwar erstens schnelleres Einstellen und natürlich Merken, Memory-Funktion der Einstellung. Wurde jetzt noch einmal gedoppt mit diesen Sensoren ganz einfach. Und ein Beispiel, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, wo sich Technik hochgeschaukelt hat, also das sind die Mobiltelefone. Wenn man vor 15 Jahren gesagt hätte, das ist ein Kommunikationstool für gehörlose Menschen, hätte jeder gesagt, du spinnst ein bisschen. Dann ist aber die SMS-Technologie erfunden worden und diesen Vibra-Call, den wir haben, den wir immer glauben, den haben sie für uns, für die Konferenzen erfunden, dass wir rausgehen und nicht stören, der ist auch für gehörlose Menschen erfunden worden, dass die ganz einfach gemerkt haben, okay, ich habe eine Nachricht bekommen. Und auf einmal waren die mobil mit dem Gerät und haben nicht mehr beim Faxgerät zu Hause sitzen müssen und warten müssen, bis eine Nachricht da ist. Da habe ich noch mitgebracht ein paar Eindrücke von mir. Barrierefreies Shoppen, also man sieht, man braucht gewisse Bewegungsflächen. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, vorstellen, dass Sie mit einem Einkaufswagen dahin fahren und jetzt vor eine Tür kommen, brauchen Sie natürlich, dass Sie die Tür öffnen können, einen gewissen Anfahrbereich. Das heißt, dass der Rollstuhl 50 cm den Einkauf jetzt vielleicht nicht so viel sein, dass man es auch auf den Türdrucker hinreicht. Da eine Frage: Wie viele Stufen hat diese Treppe? Manche sehen sehr gut. Okay, da sind wieder sehr viele Gutsehende dabei. Es sind wirklich 6. Das heißt, dieser Klassiker für seheingeschränkte Menschen. Wer hat diese Glasfläche hier gesehen? Ein Klassiker, nicht nur für Menschen, die jetzt da eingeschränkt sind in ihren Sehvermögen. Da haben wir ein Blindenleitsystem für sehende Menschen. Das heißt, es beginnt irgendwo, das heißt, der blinde Mensch, der sich normal an der Auswand orientiert, hat vielleicht der Typ unterwischt oder erwischt es nicht. Und wenn er ausfällt und die Flucht weitergeht, hat er wahrscheinlich einen Treffer, weil er mit dem Maumstock die Säule nicht spürt. Und es ist schon wieder irgendwo ein Cut und ein Pickel bei einem blinden Menschen. Auch bei Verkehrszeichen, das sind also die Klassiker. Also wenn ein blinder Mensch irgendwo ein Pickel hat, dann ist er irgendwo drunter eingelaufen, was jetzt gegen Unterlaufen zum Beispiel nicht gesichert war. Da haben wir wieder ein Blindenleitsystem für Sehende. Bitte, das ist was, was Sie wirklich mitnehmen können, wo Sie die Welt morgen barrierefrei machen können. Wie gesagt, ein blinder Mensch orientiert sich an der Hausmauer. Das ist nur mal so ein Beispiel, nicht gesichert gegen Unterlaufen. Also ich hoffe, dass der nicht so verbeult ist, weil schon so viele blinde Menschen dagegen gelaufen sind. Das sind noch meine Dienstleistungen, können Sie auch nachlesen.
Ja, es gibt keine Barrieren, die nicht überwunden werden können. Manchmal bedarf es jedoch ein bisschen Hilfe. Das heißt, wenn ich fliegen möchte, brauche ich einen Fallschirm hinter mir und ein schnelles Motorboot vor mir. Danke vielmals. Ja, herzlichen Dank, Herr Diplom-Ingenieur Tollina. Also, man sieht hier schön und eine schöne Sensibilisierung, wie barrierefrei bzw. wie viele Hürden wir im Alltag eigentlich haben, die es behinderten Menschen wirklich sehr, sehr schwer machen. Und es muss ja nicht gerade der Champagner sein, gell, Herr Diplom-Ingenieur. Aber ab und zu schon. Wann? Wann passt, dann passt's, gell? Herzlichen Dank. Wir kommen zum zweiten Referat und zum zweiten Input. Bitte. Wenn Sie sich wohlfühlen, da bleiben Sie da. Sehr gerne. Sehr gerne bleiben Sie hier. Wir haben einen Gast aus Kärnten, meine Damen und Herren. Sie ist die stellvertretende Obfrau der Fachgruppe der Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer in Kärnten. Und sie hat, weiß Gott, viel, viel Erfahrung beim Thema Barrierefreiheit, vor allem beim barrierefreien Bauen. Sie ist zertifizierte Expertin. Begrüßen Sie mit mir, sie ist schon da, die Frau Ingenieur Magister Bärbel Kolbitsch. Herzlich willkommen. Liebe Frau Magistra, Barrierefreiheit, intelligente Lösungen, wenn alle zusammenarbeiten, so der Titel Ihres Vortrages heute Abend. Vermissen Sie da manchmal ein bisschen Intelligenz? Ja, schon, eigentlich schon. Knappe Weil Antwort. Normalerweise kann man Dinge, die vielleicht kompliziert ausschauen, komplett einfach lösen. Wird man auch bei einem Foto sehen, wo sich jemand beschwert, dass er so einen grauslichen Eingang hat. Und in Wirklichkeit braucht er das gar nicht. Wir sind gespannt. Bitte sehr. So, siehst du? Ah, cool. Jetzt sind sie umgefallen. Na super. Dann lassen wir sie. Bevor es das Gesetz gegeben hat, hat man eigentlich über Barrierefreiheit, das wollte man nicht sehen, man wollte es nicht hören und wollte schon gar nicht drüber sprechen. Deswegen, das war eben die Vergangenheit. Jetzt durch das Gesetz redet man endlich drüber. Und ich glaube, dass das schon das Wichtige an dem ganzen Gesetz ist, weil so viel Personen dagegen sind und sich aufregen. Es hat eigentlich, so wie der Kollege vorher schon gesagt hat, es hat sich ja nichts geändert. Im Grund, was wird 2016 kommen? Es kommt ganz einfach nur dass die Fristen ablaufen. Deswegen Barrierefreiheit, wenn das zur Selbstverständlichkeit wird, das ist nämlich eine Grundvoraussetzung, nicht nur für jemanden, der im Rollstuhl sitzt oder nicht sieht, der wirklich durch einen Unfall oder durch eine Krankheit oder auch nicht hört, sondern es ist für alle Lebenslagen. Man hat früher der Kollege hat auch gesagt, dass man mit dem Kinderwagen sich leichter tut, ältere Personen. Mit dem Rollstuhl komme ich noch relativ oft über eine Stiege. Mit einem Rollator, wie es bei vielen älteren Leuten ist, komme ich nicht einmal über so eine kleine Stiege, weil ich stütze mich bei dem ab, kann es also nicht nach oben heben, also komme ich, da sind noch viel die größeren Barrieren, ich habe es auch nachher dann im Dings drin. Was ist eigentlich das Ziel und der Inhalt von dem ganzen Vortrag? Was sind Barrieren, ist vorgestellt worden, die Behinderungsarten sind bereits schon vorgestellt worden, die rechtlichen Grundlagen, die Normen, die Richtlinien, die eben die Vorgaben geben. Und jetzt eben bringe jetzt Umsetzung, wie kann man das leichter machen? Das hat der Kollege schon gebracht, barrierefreie rechtliche Grundlagen. Was bedeutet jetzt das für Betriebe in der Umsetzung? Wenn ich jetzt eine Umsetzung angehe bei einem Betrieb, dann überlege ich mir einmal, wer
kommt als Kunde zu mir, wer ist, also wer kommt als Kunde, wie will ich das umsetzen und welche Möglichkeiten, was muss ich jetzt machen, um eben barrierefrei zu sein. Muss man über die Kosten Gedanken machen, gibt es Förderungen und was für einen Ablauf ich habe. Voraussetzung eben für Geschäftliche, das ist nämlich, ich habe meinen Vortrag so gekürzt, dass ich eben nur ein paar Highlights raus, ist zum Beispiel eine wichtige Frage. Ich werde oft gefragt, Geschäftslokal, wer ist für einen Umbau oder wer ist für die Adaptierung zuständig? Wer muss die Voraussetzungen machen? Wenn ich es im Eigentum habe als Unternehmer, dann bin ich sowieso selber zuständig. Bin ich aber in einem Miet- oder Pachtobjekt, da brauche ich einmal die Zustimmung vom Eigentümer. Und das ist einmal die Voraussetzung. Und dann kann ich mich einigen. Entweder macht der Eigentümer selber den Umbau oder ich als Mieter oder Pächter übernehme den Umbau, schaue aber, dass ich das natürlich in meinen Miet- oder Pachtvertrag aufnehme. Und wenn ich keine Einigung habe, was passiert dann? Also wir werden uns nicht einig, das Geschäftslokal ist nicht barrierefrei, was muss ich dann machen? Im Grund, wen trifft es? Die Schlichtung selber trifft den Unternehmer. Ich muss meine Dienstleistung barrierefrei anbieten. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die in mein Geschäftslokal barrierefrei anbieten kann. Ich habe nachher Beispiele, dass ich sehr wohl ausweichen auch kann, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mein Geschäftslokal barrierefrei zu machen, beziehungsweise wenn ich ein kleiner Betrieb bin. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Bauleitung oder sonstige oder eben meine Innenarchitektur und so weiter mache, gehe mehr außer Haus. Ich habe kaum Kunden bei mir im Büro. Also kann ich auf den Ort außer Haus, das Ganze außer Haus lösen. Ich muss mein Geschäftslokal oder mein Büro nicht barrierefrei machen. Also da kann ich ausweichen. Kundenparkplätze, da sind auch immer Fragen, Kundenparkplätze, jetzt muss ich barrierefreie Kundenparkplätze anbieten. An und für sich muss ich nur dann Parkplätze anbieten, wenn ich Kundenparkplätze habe und dann ab einer gewissen Anzahl. Ich habe jetzt auf der nächsten Seite ein Beispiel, wo ich das eigentlich so gelöst habe. Derjenige bietet zwar nur 3 Parkplätze an und in dem Fall hat er einfach vor seinem Eingang an diesen Streifen zum Aussteigen hingetan, verliert keinen einzigen Parkplatz, weil da sind die genau 1,20 Meter, ich kann es auch 1,50 Meter auch machen, aber 1,20 Meter ist das Mindeste in der Norm, wenn ich es breiter mache, ist besser. Und ich verliere im Grunde keinen Parkplatz, kriege aber 2 Parkplätze rechts und links, bei denen ich barrierefrei aussteigen kann und habe noch den Gewinn, dass ich gleichzeitig mein Geschäftslokal durch diesen freien Platz, früher war das immer zugepackt, jetzt habe ich das komplett frei, meinen Eingang, und habe die Möglichkeit, dass jeder da schön dazugehen kann. Braucht sich keiner aufregen, dass er durch einen barrierefreien Parkplatz irgendeine Probleme hat. Türschwellen, da ist das, also da käme man mit einem Rollstuhl zwar noch drüber, aber mit diesen Gehhilfen, die viele ältere Leute verwenden, komme ich unter Umständen, ich habe leider heute meine nicht mit, da komme ich über so eine kleine Schwelle nicht drüber, weil ich ja das zum Abstützen habe und nicht zum Hochheben. Und da genügen manchmal so Keile. Bei Firmen und bei Hotels mache ich das aus Holz, dass es designerisch schön ausschaut. Und in dem Fall habe ich das bei einem Geschäftslokal fotografiert, wo immer so ein Fertigteil war. Früher haben wir eine Glaswand gesehen. Ich meine, in dem Fall, das ist eben das Geschäftslokal. Als erstes hat sich der Geschäftsbetreiber aufgeregt über diese Linie da oben,
dass er da diese weiß-gelb markierten Streifen, erstens einmal ist der nicht notwendig, man muss es von oben sehen und er muss es nicht weiß-gelb markieren, er muss es nur kontrastierend markieren. Was da noch viel auffallender ist, ich habe es auch so fotografiert, wie man es wirklich sieht, wenn ich da zugehe, sehe ich alle möglichen Spiegelungen und wenn ich schlecht sehe, sehe ich nicht, wo da wirklich der Türgriff ist, wenn der Türgriff in einer kontrastierenden Farbe ist, sehe ich zum Beispiel genau, wo ist der Gehflügel und ich meine, die Beschriftung, über die will ich jetzt gar nicht reden, dass man die eben so machen müsste, dass man die Öffnungszeiten, wenn man blind ist, auch von außen lesen kann und so weiter. Also der Rahmen in dem Fall wäre ja groß genug, ich brauche da nicht die großen Streifen, aber im Grund geht es darum, wenn ich da so drei, in dem Fall sind sogar vier solche Seiten, sehe quasi nicht, welches die Tür ist. Da habe ich Anforderungen und Eingängen, das können Sie dann nachlesen. Was mir wichtig ist, da habe ich schon mit einigen Verbänden bei uns auch in Kärnten geredet, taktiles Leitsystem, bitte nicht einfach die Geschäfte mit Leitsystemen komplett übersehen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich auf einer Autobahn gehe und dann weiß ich auch nicht, wo ich bin und wo rechts und links da die Bretterwand vorbeifliegt, weiß ich nicht mehr. Wenn ich der Wand entlang gehe, habe ich mit dem Blindenstab Markierungen, wo ich genau weiß, okay, jetzt bin ich da und da. Wenn ich dieser Vorbauen und wenn die sich kreuzen und in alle Richtungen. Es ist am besten bei großen Geschäften zu Infopoint oder bei Bürogebäuden, wenn ein ständig besetztes Büro oder und so weiter vorhanden sein, bitte dort hinführen. Wenn ich selber ein Geschäft, ein Büro in einem größeren Geschäftslokal habe, kann ich das auch in der Homepage, das wird nachher der Kollege eben auch bringen, die Homepage, da kann ich das nämlich auch schreiben. Ich bin in dem und dem, ich kann das wunderbar beschreiben, also ich muss nicht unbedingt ein Blindenleitsystem zu jedem Büro führen, weil man, da findet mit aller Wahrscheinlichkeit keiner jemanden. Möblierungen, Informations- und Servicestellen, das hat der Kollege schon recht gut, eben die Unterfahrbarkeit und dass ich es erreichen kann. Und bei Bankschaltern, Fahrkartenschaltern, immer Vorkehrungen, nicht nur für einen Rollstuhlfahrer treffen, dass er sitzend dazufahren kann, sondern auch Hörbehinder, die Hörhilfen, die Induktionsanlagen, Steckdosen für die Hörhilfen, vorsehen. Das ist nämlich auch zum Beispiel für die Ingenieurbüros, gerade für Elektrotechnik ist das ganz ein wichtiger Zweig. Wir aus Kärnten holen uns einen Oberösterreicher, wenn wir Induktionsschleifen planen lassen. Also es ist eigentlich, muss ich sagen, traurig, wenn sich da keiner vom eigenen Land dafür interessiert. Verkaufsraum, Schauraum haben wir schon gehört, eben breit genug die Flächen zum Drehen, breit genug die Greifhöhen. Auch hier taktile Leitlinien wieder eben auf jeden Fall zum Infopoint. Und es wird Hilfe angenommen. Es muss jemand, der blind ist, eine blinde Person braucht nicht alleinig durch das Geschäft kommen, wenn er sich nicht auskennt. Er nimmt eine Hilfe auch an. Und falls eben dass man Beratung und so weiter, da sind eben transportable Bluetooth-Geräte gibt's, die als Hörverstärker verwendet werden können. Und auch, wenn ich gar nichts habe, die Möglichkeit sofort auf eine schriftliche Kommunikation. Mir hat eine Dame gesagt, ihren ist am liebsten, bevor jemand mit ihren redet und sie falsch von den Lippen abliest, ist ihr lieber, man nimmt einen Zettel und schreibt das auf. Was auch noch wichtig ist, was mir oft gesagt wird, diese Nebenmusik,
In Geschäften, wo irgendeine Hintergrundmusik ist, die ist sehr störend, wenn man schlecht hört, dass man dann wirklich noch was versteht. Bewegungsflächen, da haben wir schon gesagt. Da zum Beispiel, da ist eine der Lösungen. In dem Fall ist ein Geschäftslokal, das hätte im unteren Geschoss auch noch Objekte zum Anschauen. Es ist aber diese Stiege, erstens kann ich in dem Fall sowieso keinen Lift einbauen, es ist ein altes Gebäude mit Gewölbe und so weiter. Die Stiege ist von der Breite zu schmal, es ist gerade ein Meter, es ist der Handlauf nicht in Ordnung. Also es würde da absolut, man müsste so viel machen. Ich habe in dem Fall vorgeschlagen, okay, oben an weil es ist nicht nur für den, der eine mobile Behinderung hat, sondern es ist da auch für jeden anderen. Also es ist, wenn ich da runtergehe, tue ich mir auch schwer, weil sie relativ steil ist und da ist am besten oben zu machen und in dem Fall ein Pult und ein Vorbau, ein Tisch, mit entweder in dem Fall hat er sich für Fotos und nicht für einen Computer entschieden, aber es gibt Firmen, die zweigeschossig sind und die sehr wohl schon so einen kleinen Präsentationsbildschirm haben und die halt in diese Geschosse, wo man mit mobiler Einschränkung nicht hinkommt, mit einer Kamera fahren oder Fotos auf dieses Gerät draufladen und da habe ich das gelöst, da brauche ich nicht das ganze Geschäftslokal dann auf das hin adaptieren. Das sind die Vorschläge. Oft ist so, dass man früher hat man immer, wenn man bei, ich weiß nicht, das wird vielen bekannt sein, dass wenn man aus dem Lift rauskommt, hat man halt irgendwo eine Tafel gesehen, erstes Obergeschoss oder wie auch immer. In dem Fall kann man sich schön orientieren, nämlich nicht nur, wenn ich blind bin, sondern ich kann auch, wenn ich sehe, in dem Fall schauen, okay, wenn ich das bei jedem Handlauf habe, dann brauche ich nicht mehr großartig suchen, wo ist da schuld, ich habe das da am Handlauf und sehe, Obergeschoss, in dem Fall sehe ich dann gleichzeitig auch noch, dass der Fluchtweg und der Ausgang in der Richtung ist. Also wenn das zur Selbstverständlichkeit wird, wird da diese Hieroglyphen auch jeder da lesen. Das ist auch eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Viele glauben, sie müssen jetzt plötzlich barrierefreie WCs anbieten und einbauen. Ich brauche sie nur dann, wenn ich wirklich WCs anbiete, wenn ich WCs überhaupt, zum Beispiel das Gastgewerbe wird WCs brauchen. Da habe ich bei einer Beratung jemanden gehabt, die hat zwar barrierefreies Lokal, kann man wunderbar, alles ist wunderbar, aber das WC nicht barrierefrei und die hat mir beinhart gesagt, das ist ihnen egal, so ungefähr. Dann, wie die aufs Klo gehen, ist ihnen egal. So, Entschuldigung, genau in dieser Art. Dann habe ich gesagt, naja, sie soll sich selber in ihr Lokal hineinsetzen und den ganzen Nachmittag sich alles von die ganze Karten durchbestellen und dann das WC absperren und schauen, wie lange sie aushaltet. Sie ist dann nach der Beratung ausgegangen und hat gemeint, sie geht jetzt umbauen, weil sie hat das jetzt verstanden, dass das nicht möglich ist. Wenn ich schon barrierefrei bin, zu sagen, okay, mir ist wurscht, ich stelle das nicht zur Verfügung. Also es ist, wenn meine Dienstleistung kein WC, kein Kunden-WC verlangt, brauche ich auch kein Kunden-WC einbauen. Also ein Büro wird das sicher nicht einbauen müssen. Das Anforderungen. Einschränkung der Sinne, das würde ich sagen, das kann man auch lesen, damit ich weiterkomme. Brandschutz, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich Personen mit Behinderung, jetzt also nicht nur mit Rollstuhl, sondern mit allen Behinderungen, in die Gebäude hineinlasse, dann muss ich auch etwas vorsehen, damit ich sie wieder evakuieren kann. Ich muss den Alarm, Zwei-Sinne-Prinzip,
akustisch und visuell. Akustisch und, wie wir schon gehört haben, Vibration. Das ist hauptsächlich auch für Hotelzimmer, dass man eben nicht nur, dass man auch im Schlaf dann bemerkt, dass ein Alarm losgeht. Die Fluchtmöglichkeiten, sowohl für einen Rollstuhlfahrer, wenn die nicht gegeben sind, muss ich einen Raum vorsehen oder einen Platz im Stiegenhaus, der brandschutzmäßig entspricht, das kann aber auch für jemanden, der blind ist, verwendet werden, weil unter Umständen kann der auch nicht flüchten, wenn ihm niemand hilft. Wichtig ist, dass dort eine netzunabhängige Glocke und ein Notruf ist, damit man sich dort in dem Raum nicht einfach nur, ja, jetzt sitze ich in dem Raum und warte, dass irgendwas passiert und es passiert nichts. Da kann ich mich bemerkbar machen. Das muss bei einem größeren Gebäude eben zu diesem Sammelpunkt von den Organisationen hin. Beziehungsweise ich kann das Ganze auch organisatorisch lösen. Wie evakuiere ich einen Kunden beziehungsweise einen Kollegen mit Beeinträchtigung. Es gibt auch Evakuierungsstühle, wo man umsetzen kann, die Personen, und über Stiegen fahren kann. Also Möglichkeiten gibt es relativ viele. Das Gleiche gilt auch für kleine Geschäftslokale. Da ist meistens, dass man relativ schnell im Außenbereich ist, und da geht es mehr darum, dass die Schulung des Personals. Anforderung an Geräte haben wir schon früher eben gehört, eben im Sitzen für kleinwüchsige Personen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe bei einer Bank zum Beispiel schon gesehen, da haben die ein Pult, das man einfach auf die richtige Höhe dann stellen kann. Die fahren elektrisch auf und runter. Siehst du, da hätte ich das Foto reintun können. Da ist dann nie das Problem, dass jemand größer ist oder kleiner ist. Da kann man eben in die richtige Höhe. Was auch noch oft, dass man nicht denkt, dass man eigentlich auch bei den Händen, bei den Fingern, da sind diese Seiner gefragt, weil es gibt zum Beispiel Handmischer, die hat es früher gegeben mit einem Sand. Da hat es einen so ein Loch gegeben, da hat man so können einhaken, wenn man nur einen Finger hat, dass man das zum Beispiel betätigen hat können. Es gibt ja verschiedene Behinderungen, und wie gesagt, und jetzt die Neuen, wo man überhaupt nicht mehr zubefährt, und das ist ja auch schon ein Vorteil. Auswahlmöglichkeiten für sehbehinderte und blinde Personen. Und zwar, wenn man, ich glaube, ich habe das Foto rausgeschmissen, ja. Wenn man es gibt so Kaffeeautomaten und so weiter, wo man eigentlich nur mehr Sensortasten hat. Wie will man, wenn man nicht sieht oder wenn man schlecht sieht, die richtigen Tasten für das, was man wollen, entweder akustisch unterstützen oder so wie auch bei den Aufzügen, dass man die Tasten mit ertastbaren Symbolen, muss nicht Brailleschrift, weil Brailleschrift kann nicht unbedingt jeder lesen. Möglichkeiten, Geräte auf niederen Sockel oder wenn man es nicht erreicht, ertastbare Symbole. Und organisatorische, viel kann ich mit organisatorischen Maßnahmen lösen. Alles, was ich baulich oder was nicht lösbar ist, muss man organisatorisch lösen, indem man hilft und eben die schriftliche Kommunikation, wie auch immer. Also es gibt verschiedene Dinge, die einfach wichtig sind. Also nicht ablehnen, sondern darauf einlassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Magister. So, wenn Sie vielleicht Lust haben, könnten Sie sich solidarisch erklären mit dem Herrn Diplom-Ingenieur und vielleicht gleich hier oben bleiben.
Das wäre nett. Also, sich darauf einlassen, ich glaube, das war ein wichtiger Schlussappell, den Sie da gesetzt haben. Man hat gesehen, auf was es überall drauf ankommt, an was alles hier zu denken ist. Meine Damen und Herren, aber Barrierefreiheit betrifft nicht nur das Bauen, Barrierefreiheit betrifft auch den IT-Bereich. Und wenn es darum geht, eine barrierefreie Homepage zu gestalten, dann haben Sie jetzt den richtigen Mann vor sich. Das ist der Diplom-Ingenieur Gerald Korczak, den man in diesem Hause ja kennt. Er ist das Partner-Obmann-Stellvertreter für Information und Consulting hier in der Wirtschaftskammer Steiermark, zudem Mitglied der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie. Sagen Sie mir nur als Laien mit einem Satz, was ist die erste Barriere bei einer Homepage? Mitdenken. Wir werden es hören. Sehr verehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie sehen mich alle. Ich war schon versucht vorher zu sagen, ob es die Bühne nicht gibt, zum etwas höher stellen. Eine kurze Frage, vorher um auch zu schauen, ob alle noch munter sind. Wer gehört den Informationstechnologen und den Unternehmensberatern an? Passt wunderbar. Ist doch nicht so beratungsresistent, wie man immer von uns behauptet. Gestaltung barrierefreier Webseiten, warum sage ich, Mitdenken gehört dazu? Weil die Basistechnik für eine barrierefreie Website eigentlich seit den Urzeiten schon erfunden worden ist. Was hören Sie jetzt von mir in den nächsten Minuten? Einen kurzen Überblick, eine ganz, ganz kurze, knackige Anleitung, wie es gemacht wird. Das ist nicht tiefergehend, das heißt für die Informationstechnologen, es ist die Zeit gekommen, sich mit Facebook oder anderen Medien zu beschäftigen. Es geht darum, Ihnen einen Überblick zu geben, was in der Technik möglich ist, was man machen kann und was das Ganze Ihnen dann auch bringt. In diesem Fall, für Mitdenken, die Sprache, die Sie hier sehen, Hypertext Markup Language, HTML5, ist die Grundsprache, in der Webseiten aufgebaut sind. Kurzer Exkurs, HTML ist keine Programmiersprache. Es hilft nur, Webseiten es darzustellen. Warum ist das da oben? Ganz einfach. Jemand, der mit Hilfsmitteln sich eine Seite ansieht und die Seite ist dafür nicht vorbereitet, sieht im schlimmsten Fall das. Noch besser kann es werden, wenn er sowas sieht, wo es um Betriebsanleitungen geht. Ich habe die Wirtschaftskammer-Seite hier insofern missbraucht, weil hier sehr viel getan wird, um barrierefrei zu sein und um niemanden auf die Zehen zu treten. Wenn man die Tools, die Sie auf dem Stick finden, um Seiten zu überprüfen, dann nutzt, werden Sie sehen, was sich da alles für spannende Dinge auftun. Nun, was passiert auch, wenn man Bilder von einer Seite entfernt? Wie sieht die Seite danach aus? Etwas mager. Und da sind wir schon in einem Grundbereich drinnen. Diese Bilder haben sogenannte Alternativtexte. Alt in der Beschreibung drinnen, im Code. Was ist der Sinn und Zweck dafür? Wenn das Bild nicht angezeigt werden kann, sollte dort ein Text stehen. Steht da? Nein. Die Grundtechniken sind immer die gleichen und die sind eigentlich seit dem Zeitalter des Internet, wo es Webseiten gibt, gleich geblieben. Es geht um einen strukturierten Text. Komisch, bekennt mir irgendwie aus dem Marketingteil auch. Warum? Alle Hilfsmittel, die die Inhalte der Seite vorlesen, akustisch, übersetzen in Braillesegeräte, die sind nicht dafür geschaffen, ewige Romane dort vorzulesen, mal abgesehen davon, dass das den Besucher der Seite sowieso nicht zwingend interessieren wird. Skalierbare Schriften, um die Schriften auch größer zu machen. Die Mehrheit hier im Raum ist behindert durch den Hilfsbehelf einer Sehbrille. Wenn man die nicht mit hat, entweder werden die Arme länger oder kürzer, was gerade angesagt ist, aber auch skalierbare Schriften größer, kleiner stellen. Kontraste, das heißt, was man kennt, heller, dunkler Stellen des Bildschirmes, um bei Sehstörungen in der Hell-Dunkel-Phase das zu können. Rot-Grün-Schwäche ist sehr stark vertreten, daher auch hier rot in der entsprechenden Farbe geschrieben. Die meisten sehen da nicht einmal durch das Lesen nicht mit, dass das eigentlich in Grün geschrieben ist. Und die ganze Webseite sollte per Tastatur navigierbar sein. Und ein ganz wichtiger Punkt der Grundtechnik hier neben mir, für Videos, und das betrifft dann eben auch die Inhalte auf YouTube, Ihre ganzen Produktvideos, die müssen entweder Untertexte haben oder Sie bedienen sich Gebärdensprache, damit das allen zugänglich ist.
Denn der Witz am Behindertengleichstellungsgesetz oder die Grundbasis ist ja, dass der Zugang zur Dienstleistung gleich ermöglicht werden soll wie allen anderen in der Bevölkerung. Weil alle zusammen sind die Bevölkerung. Achtung, grundsätzlich, es gibt Internettechnologien, die können das Ganze erschweren oder man kann es falsch machen. Wobei fast alle Content-Management-Systeme, CMS, die verwendet werden, um eine Webseite administrierbar zu machen über Bedienoberflächen, Joomla, WordPress, Typo3, die Liste ist endlos, da Open Source sehr fleißig beim Entwickeln ist. Diese Tools bringen so etwas grundsätzlich mit in ihren Grundfunktionen. Sie haben überall dort diese Basis drinnen. Wenn Sie mit dem Webentwickler Ihres Vertrauens auch darüber sprechen, kann der Ihnen entsprechend sagen, wie man das auf der Seite umbaut und es kostet kein Vermögen. Ganz kurze Beispiele nur, die aber eher, um Ihnen zu zeigen, wie einfach das eigentlich ginge. Es gibt im HTML diese Kürzel H1 bei der Überschriften, dann weiß auch ein Braille-Lesegerät, dann weiß auch ein Ausgabegerät, hierbei handelt es sich um eine Überschrift. Und ganz interessant, für Titel oder Akronyme, das ist bei den Überprüfungen immer das Schlimmste, man macht Kürzel, weil daneben ein Bild ist, das das erklärt, oder anderweitig, woher soll jemand wissen, was VB dann in diesem Bereich überhaupt heißen soll. Und warum auch mitdenken? Ganz einfach, falsch ist natürlich von dem Vorlesen her, hier klicken. Wenn jetzt jemand das nicht sieht, ist es ungefähr so witzig, wie wenn ich zum Klaus Tolliner hinüber sage, wenn mein Vortrag die 10 Minuten erreicht hat, klatsch doch bitte in die Hände, damit ich das mitkriege. Den Humor finden die Leute dann auch nicht so wirklich klasse, die die Seite eigentlich für etwas nutzen möchten, um Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Richtiger wäre hierbei, das mit einem Text zu hinterlegen, dass man auch weiß, wo komme ich hier überhaupt hin. Sind auch eigentlich so Grundtechniken, damit eine Seite interessant wird. Die Dinge können Sie auch auf dem Stick dann nachlesen, da auch bei Fotos, ich habe vorher von diesen Alttexten gesprochen. Spannend finde ich dann, meistens bemüht man sich, diese Bilder zu beschreiben, hat aber keine Zeit und nimmt dann irgendwas Kurzes. Das Logo der Wirtschaftskammer. Wie soll jemand, der das noch nie gesehen hat, wissen, wie es aussieht? Und wenn der Beschreibungstext das beschreiben sollte, dann muss man einen Weg finden, letzter Schluss der Weisheit ist das natürlich auch nicht, aber dann soll man einen Weg finden, dass dieses Bild, wenn es vorgelesen wird im Alternativtext, dem die Botschaft des Bildes auch vermittelt. Ja? Die nehmen grundsätzlich den Alltag. Ja, ist auch eine unterschiedliche Funktion, je nach Software. Darf nur darauf hinweisen, wir haben dann noch Platz für Fragen, gell? Gibt es Normen, Standards etc.? Ja, seit langer Zeit. Es gibt das WCAG, das definiert Grundrichtlinien, das ist aber nur eine Richtlinie, wo man sich zusammengesetzt hat, um die zusammenzufassen. Da geht es um die Wahrnehmbarkeit, die Bedienbarkeit, die Verständlichkeit und die Robustheit im Bereich falscher Nutzung. Im Endeffekt ähnlich wie bei einem Webshop, wo Sie verpflichtet sind, vor der Bestellung nochmal alles aufzulisten, eine letzte Korrektur durchzuführen, damit niemand was Falsches bestellt. So ist auch die Seite aufzubauen. Der Mehrwert der gesamten Geschichte sind einmal drei Thematiken. A, Sie können Ihre Webseite relativ simpel, barrierefrei gestalten. Auch bei Webshops ist es ja entscheidend, dass wenn man das anbietet, man diese Kundenschicht nicht ignoriert. Wir haben vorher von 3,3 Millionen gesprochen. Und da muss ich jetzt allerdings nur dazu sagen, mich schockiert es immer wieder, wenn man in Beratungsgesprächen dann immer hört mit, das sind wir ja eh wurscht, so viele können das nicht sein. Wenn das der Umgang ist, dass man dann so viele Kunden einfach links liegen lässt, dann muss es der österreichischen Wirtschaft besser gehen, als die Zahlen hergeben. Der zweite Vorteil, den Sie haben, solche Seiten sind sogenannt robotsfreundlich. Was sind Robots? Robots sind diese Programme, vereinfacht gesprochen jetzt für alle, sind diese Tools, die Google verwendet, um Ihre Seite auffindbar auf Google zu machen und zuzuordnen, wo gehört das Ganze hin. Und damit wird das Ganze auch suchmaschinenfreundlich, weil die Tools, die jetzt beispielsweise Google einsetzt, sind
die gleichen, die die Software verwendet, um das allgemein darzustellen. Chancen. Warum machen wir auch diese Veranstaltung heute? Warum ist es der Sparte Information und Consulting so wichtig, Ihnen das mitzuteilen? Die simple Botschaft auch dieses Abends ist, Sie haben viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Sie haben hier die Möglichkeiten, neue Kunden zu erschließen. Die Webseite ist auch für Sie eine Marktchance, weil Sie mit dieser Gruppe kommunizieren können. Sie können Chats einbinden, um mit diesen Personen in einen direkten Kontakt zu treten. Sie können auf der Webseite bereits Informationen geben, ist Ihr Geschäftslokal behindertengerecht erreichbar oder ist der Termin beispielsweise in den nutzbaren Räumen der Wirtschaftskammer Steiermark abhaltbar. Dafür macht die Wirtschaftskammer solche Dinge ja auch. Ich kann diese Informationen bereits auf der Webseite mitgeben. Und unsere Sparte, das sind die Berater. Die Umsetzer, die Realisierer, die ITler, die wissen, wie man so eine Seite macht. Die Berater, die helfen, dass das Ganze funktioniert. Und die Ingenieursbüros, die ihnen helfen, wie das Geschäftslokal schon aussieht. Sie haben hier vorne drei lebende Beispiele, wie das auch für Sie eine Marktchance ist, ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung anzubieten. Spannend ist, hier zum Beispiel nur klein, und wir haben dafür auch die Podiumsdiskussion, Visitenkarten mit Brailleschrift, mit anderen Zugängen. Es muss nicht immer der QR-Code sein, um cool zu sein. Unterlagen barrieregerecht aufbereiten, so aufbereiten, dass man es jedem mitgeben kann, sei es das Video mit dem Untertitel. Und die Kommunikationsverfahren dahingehend optimieren, dass ich mir diese Kundengruppe erschließe und zusätzlich diesen Mehrwert ja auch allen anbieten kann. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, einerseits gesetzeskonform zu agieren, um der Schlichtungskommission zu entgehen, und andererseits auch neue Kunden zu treffen. Für die Webseiten auf dem Stick finden Sie die Links. Es gibt weiterführende Informationen auf der Webseite der Wirtschaftskammer. Es gibt von der Web Content Accessibility Vereinigung Guidelines, in denen das dezidiert drinnen steht, wie so eine Webseite zu gestalten ist. Grundsätzlich sollte jeder, der sich Webdesigner nennt, diese kennen und diese auch beherzigen oder seinen Kunden nahelegen. Und die Insight, die Ausbildungslehrstätte unserer Sparte bzw. der UBIT, bietet auch einen Lehrgang für Web Accessibility an, für diejenigen, die das ihren Kunden weiterführend anbieten möchten und sich hier vertiefen möchten. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, wir sind alle Mitglieder der Sparte Information und Consulting. Wenden Sie sich entweder an uns oder werden Sie selbst zu einem Berater in dieser Sparte. Danke. Herzlichen Dank. Also, man kann sich vorstellen, auch da gibt es noch viel Handlungsbedarf. Darf Sie ja bitten, gleich hier Platz zu nehmen. Und darf jetzt noch zwei weitere Diskutanten des heutigen Abends bei mir begrüßen. Ich beginne mit der Obfrau der Fachgruppe der Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer Steiermark. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Frau Magistra Petra Brandweiner-Schrott. Herzlich willkommen. Bevor Sie Platz nehmen, müssen Sie an mir vorbei. Und das ist noch nicht barrierefrei bei mir. Wie schaut es denn aus, die Erfahrungen bei Barrierefreiheit? Was machen Sie für Erfahrungen? Wie groß ist die Response? Wie groß ist das Informationsdefizit? Da muss ich mal nachdenken. Nein, also ich glaube, dass dieses Thema vernachlässigt wird. Teilweise sehr oft vernachlässigt wird und man dadurch jetzt vielleicht auch Angst hat, was kommt da auf mich zu, vor allem eben, wenn ich eine Dienstleistung barrierefrei anbieten soll. Viele glauben ja, das hat mit Umbau, mit wahnsinnigen Umbaumaßnahmen zu tun und vielen Geldeinsatz, aber man hat gehört und darum sind wir ja heute da, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, um Barrierefreiheit anzubieten und ich glaube, darum geht es, dass wir die Möglichkeiten kennen. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Herzlichen Dank. Ja. Dafür sind solche Veranstaltungen da, um hier auch Ängste zu nehmen. Und da haben wir noch einen Gast hier, das ist der Dominik Neumann, den kennen Sie ja auch alle, als Obmann der Fachgruppe UBIT, der IT-Dienstleister und Buchhaltung. Dominik Neumann, herzlich willkommen. Auch für ihn einen Motivationsapplaus. Wir haben schon gehört, ein bisschen Ängste, gibt es auch Unsicherheiten? Wie ist das bei euch? Ist so ein gewisser Stress spürbar? Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich glaube, wir dürfen das auf keinen Fall als Angst oder als Pflicht sehen, speziell in der Beratungsbranche, auch bei den IT-Dienstleistern, sondern wir müssen das als Chance sehen.
Es ist Chance für ein neues Geschäftsmodell, es ist Chance für eine unvorstellbar große Kundengruppe in Österreich, wie wir gerade gehört haben. Und wie gesagt, sowohl für die Berater, die eben die Unternehmen im Bereich barrierefrei beraten können, als auch für die IT-Dienstleister, die dann wirklich die Webseiten entsprechend auch barrierefrei umsetzen können, ist das eine riesengroße Chance, ein Geschäftsmodell. Wollen wir noch ein bisschen vertiefen? Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Ich gehe auf meinen. Ja, bevor ich Sie oder Ihnen die Bühne freigebe, möchte ich vielleicht noch eine kleine Aufwärmrunde hier starten. Ihre Mikrofons finden Sie am Tisch, Frau Magistra Kolbitsch. Wir haben, und Sie haben ja auch gesagt, Barrierefreiheit in den Köpfen. Es gibt gewisse Informationsdefizite. Sie haben ja auch dieses Beispiel geschildert, der Unternehmerin, die gesagt hat, das Klo ist mir jetzt eigentlich wurscht. Woher kommt das? Sind das eigentlich nur Ängste auch versteckte oder scheut man sich vor Kosten oder hat man schlicht und ergreifend keinen Zustand als gesunder Mensch zu Menschen mit Bedürfnissen? Was ist da Ihre Erfahrung? Ich würde sagen, in dem Fall war... Ach, geht schon. In dem Fall war es so, dass die Unternehmerin Angst gehabt hat vor Kosten. Sie hat auch, wie gesagt, wie ihren gesagt habe, sie soll sich halt selber einmal das WC absperren und sich selbst bedienen lassen, hat sie erst überrissen, um was es geht. Ich glaube, dass sie den Zugang nicht gehabt hat. Ja, muss dann im Extremfall auch gedroht werden? Ich meine, wie ich die ersten Vorträge im Vorjahr schon bei uns in der Wirtschaftskammer gehalten habe, ist es immer darum gegangen, dass den Leuten gedroht worden ist, den Unternehmen. Wir haben da ein Video vom gehabt, wo Strafen und was Gott was alles, die Unternehmen, denen es wirklich Angst gemacht worden, die Heerscharen von Rollstuhlfahrern, die ab 2016 über die ganzen Betriebe herfallen werden, ich glaube, die haben wir in ganz Österreich nicht. Ich glaube, dass wir das machen, dass das viel mehr geschadet hat. Es wäre besser gewesen, eben zu sagen, okay, ich kann mit einfachen Mitteln eine Lösung finden. Ich muss nicht jetzt an da weiß Gott wie viel Geld investieren. Ich glaube, dass es, wenn man eine Lösung sucht und wenn man das anbietet, dass da sicher sich niemand, was will man, eine Schlichtung ist vorgeschalten vor einer Klage, was will man? Wenn ich bei der Schlichtung sagen kann, ich habe das alles unternommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, dort einen Lift einzubauen oder was auch immer. Wenn ich gar nichts mache, dann kann ich damit rechnen, dass ich sicher verurteilt wäre. Aber ich glaube, wenn ich auf der einen Seite viel gemacht habe, dann kann ich sagen, ich habe einen Willen. Um das geht es, glaube ich. Da liegt noch viel dazwischen, Herr Diplom-Schneider-Tollener, die Heerscharen der Rollstuhlfahrer, die jetzt einfahren. Ich möchte es vielleicht sogar umdrehen. Wie ist denn Ihr Gefühl bei den Betroffenen selbst? Haben die den Willen, haben die den Mut, auch darauf hinzuweisen, du lieber Unternehmer, das Regal ist mir zu hoch. Weißt du eigentlich, dass es da gewisse Vorgaben gibt? Oder sehen Sie da auch, sage ich einmal, noch Defizite bei dem Klientel selbst? Also ich glaube, dass wir Menschen mit Behinderung selbstbewusst genug sind, dass wir auf das wirklich hinweisen. Und wie gesagt, also wenn Sie mich jetzt fragen, bin ich mit diesem Gesetz als Mensch mit Behinderung zufrieden, sage ich eindeutig nein. Und wenn Sie mich als Unternehmer fragen, sage ich natürlich auch eindeutig nein, weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Also es gibt aus Ihrer Sicht nur ein, ich meine, wir haben jetzt bei allen Vorträgen gesehen, dieses Gesetz und die Vorgaben sind vielschichtig, Gott sei Dank, zugunsten der Behinderten. Da gibt es Informationsdefizite doch spürbare. Nicht nur Informationsdefizite, es ist ganz einfach vom Gesetz her teilweise nicht ausreichend formuliert. Und das heißt, in Niederösterreich zum Beispiel haben also die Bauordnungen jetzt von der Barrierefreiheit extrem zurückgefahren. Das heißt, über gültige Baubewilligung, über gültige Betriebsanlagenbewilligung, über gültige Gewerbebewilligung, aber ich diskriminiere, wenn ich nicht barrierefrei gebaut habe. Aber jetzt
als Laie, jetzt hat man doch einige Jahre Zeit gehabt, sich dieses Gesetz anzuschauen, auch auf seine Praktikabilität, sage ich jetzt einmal. Und dennoch sagen Sie, dieses Gesetz hat Defizite. Wie kann das sein? Weil sich diese heiße Kartoffel niemand angreifen traut und wie wir im Paragraph 6 Absatz 3 diese Verhältnismäßigkeit geregelt haben, ist natürlich, wir wissen nicht, was ist jetzt wirklich eine wesentliche Verbesserung. Weil für mich kann jetzt eine wesentliche Verbesserung sein, dass ich mich mit einer Funkglocke oder mit einer Telefonnummer vor ein Geschäftslokal melden kann. Für jemanden anderen kann das zum Beispiel nicht der Fall sein. Und die Problematik, die wir da weiter haben, ist eben auch diese Rechtsunsicherheit. Rechtssicherheit erlangen wir nur, wenn wir oberstgerichtliche Entscheidungen haben. Und da sind wir mit diesen 1400 Euro weit unter der Bagatellgrenze. Das heißt, wir werden auch da von der Judikatur her nicht wirklich Rechtssicherheit bekommen. Das heißt, da gibt es noch Bedarf nachzubessern. Das wird ja dann spätestens ab dem kommenden Jahr sich einiges zeigen, denke ich mir. Aber wir müssen wieder ein bisschen so in die positive Richtung. Wir haben schon gehört, unter Titel dieser Veranstaltung ist ja nicht nur Pflichten, sondern auch die Chancen. Liebe Frau Magister Brandweiner-Schrott, aus Ihrer Sicht der Ingenieurbüros, wo orten Sie die Chancen beim Thema Barrierefreiheit, auch im Zusammenspiel mit den neuen Vorgaben? Ja, wir haben ja da heute schon auch einiges gehört zum Thema Chancen. Ich sehe das so, dass gerade bei den Ingenieurbüros, die ja grundsätzlich technisch und naturwissenschaftlich sehr gut unterwegs sind, nicht nur die Chance hier einige Dinge auch neu zu entwickeln und auch anbieten zu können. Ich denke da wirklich dran, vielleicht an Neuheiten zu entwickeln. Wir haben halt vom Einhandmischer gehört, also da ist viel drin. Aber wir haben auch eine Abfrage gemacht unter den Ingenieurbüros, wer hier sehr affin ist bei der Beratung von Barrierefreiheit. Und da haben wir die Innenarchitekten und Elektrotechniker, Maschinenbau bis Bauphysik. Also da sind viele Fachrichtungen, die hier beratend, unterstützend und wirklich tatkräftig hier helfen können. Und ich sehe gerade bei den Ingenieurbüros, wie gesagt, hier die Entwicklung auch sehr interessant. Also Induktionsschleifen haben wir heute gehört. Also ich glaube, das ist wirklich ein großer Bereich, wo man hier einsteigen kann. Also gerade auch aus unternehmerischer Sicht. Und wir sind ja, sagt unser Landesrat Buchmann immer wieder, das Land der Daniel Düsentriebs in der Steiermark. Und die Wirtschaftskammer Steiermark ist voll von so klugen Köpfen. Das heißt, da gibt es noch enormes Potenzial, auch sein Geschäft zu machen mit Recht. Ja, also das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja nichts Schlechtes, geschaut. Und das hat auch den Staatspreis Consulting, da hat eine Firma Ingenieurbüro auch einen Anerkennungspreis gekriegt für ein taktiles Leitsystem, das nicht geendet hat vor einer Stange, sondern das wirklich sehr ausgeklügelt und technisch durchdacht war. Und die haben da eben in diesem Sinne schon agiert. Herr Neumann, in Ihrem Bereich IT, der Blomische Korczak hat vorgezeigt und hat uns erzählt, was alles gemacht werden kann mit relativ einfachen Mitteln. Wie sind wir da aufgestellt in der Steiermark in diesem Bereich? Naja, wenn man heute die x-beliebige Webseite hernimmt und die durch so einen Test durchlaufen lässt, schauen wir nicht gut aus. Mhm. Das ist Tatsache. Also es sind die wenigsten Webseiten tatsächlich auf barrierefreie Standards oder auf ausreichend barrierefreie Standards hin umgesetzt. Was auch erschwerend dazu kommt, Klaus, du hast das schon angesprochen, ist das Gesetz an sich. Das Gesetz ist so schwammig definiert, speziell wenn es jetzt um die Umsetzung bei Webseiten geht. Da gibt es unterschiedliche Standards. W3C ist Gerald hat es vorher erwähnt, quasi der Standard für HTML, und da gibt es unterschiedliche Stufen und das kann einem keiner genau sagen, wann ist die Webseite tatsächlich barrierefrei, welche Stufe muss erreicht werden, muss der Reader alles von selber können, reicht's, wenn nur ein Teil vorgelesen wird, Alttexte, ganz wichtig, das ist sicher die einfachste Umsetzung, dass ich jedem Bild einfach einen Text dazu gebe. Aber das sind sehr viele Ungereimtheiten und ich fürchte, eine wirkliche Klarheit wird man erst dann haben, wenn die ersten Schlichtungen da waren, beziehungsweise wenn die ersten Anklagen da waren. Dann wird es einmal erste Rechtssprüche geben, die sagen, okay, die Webseite ist barrierefrei, die Webseite ist nicht barrierefrei. Wenn ich heute auf dem ORF gehe, was sicher eine der meistbesuchten Seiten in Österreich ist, auf der Startseite kriege ich mehrere hundert Fehlermeldungen, was alles nicht barrierefrei auf dieser Seite ist.
Aber Sie können mit Informationen helfen. Sie haben ein eigenes Portal. Vielleicht hast du dann kurz nur erklären, dieses Bildungsportal. Ja, wir als UBIT betreiben unser E-Learning-Portal, unser UBIT-Bildungsportal. Da wird auch heute fleißig mitgefilmt. Es wird ab nächster Woche, übernächster Woche das Bildungsthema eröffnet werden. Unser UBIT-Bildungsportal hat mittlerweile weit über 30 unterschiedliche Bildungsthemen oben, die von Soft Skills bis hin zur Hardcore-Programmierung gehen, die Finance-Themen genauso wie Organisationsthemen umreißen und diesmal eben unser Bildungsthema Barrierefreiheit, wo wir mit den drei Experten entsprechende Infos weitergeben können. Nur, solange das Gesetz nicht klar definiert ist, können auch unsere Experten keine klaren, quasi verpflichtenden Aussagen treffen. Herr Diplom-Ingenieur Korczak, jetzt haben wir schon zweimal gehört, das Gesetz hat so seine Tücken und Lücken. Wie sehen es denn Sie? Also Sie appellieren und sogar für ein Laien durchaus verständlich, wie eine barrierefreier Webauftritt eigentlich gestaltet werden kann. Wie leicht, wie schwer tun Sie sich da durchzukommen bei Ihren Adressaten? Auch vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, das Gesetz nicht so ist, wie man sich's vorstellt. Bei den Adressaten hängt es immer davon ab, ob sie erkennen, dass es ein Kundenpotenzial ist für sie oder nicht. Es gibt beispielsweise Aussagen wie: ein Behinderter kommt meine Leitern eh nicht drauf und andere Thematiken. Die Grundproblematik ist, erkennt er, dass ein Kundenpotenzial dahinter ist oder nicht? Plus, ist er vor der Beratung fehlerhaft beraten worden, insofern, dass man sagt, Alttexte dazu schreiben kostet gleich einmal das Vierfache dazu und. Wenn er das also falsch versteht, also das als Mehrkosten sieht, als Mehrbelastung und nicht als Chance sieht, und die Webagentur das auch nicht für sich sieht als einen Mehrwert, mit dem sie auch wenig, aber doch mehr Leistung hineinbringen kann, bessere Suchmaschinenoptimierungen liefern, dann dringt man bekannterweise nicht durch, weil was der Esel nicht kennt, frisst er nicht. Ne? Ja, so haben Sie es schön gesagt. Aber jetzt von Ihnen allen ist zu hören, dass, und wie gesagt, darauf wollen wir auch sensibilisieren, dass die Chancen so groß sind, auch im IT-Bereich. Wieso werden die so nicht gesehen? Wieso werden 3,5 Millionen Menschen, die es betrifft, nicht als Potenzial wahrgenommen? Weil man als Nichtbehinderter blind ist für die Behinderten. Und nicht mitdenkt, wie Sie so schön sagen. Und weil auch, glaube ich, diese Zahl niemandem bewusst ist. Diese 3,5 Millionen Österreicher, das ist niemandem bewusst, der sich damit auseinandersetzt, dass wirklich so viele davon betroffen sind. Ich glaube, das ist das Hauptproblem auch. Insofern ist es wichtig, dass es dieses Gesetz gibt und dass wir zu Vorgaben jetzt gezwungen sind, uns damit zu beschäftigen. So, ich möchte aber doch jetzt Ihnen, wie versprochen, die Möglichkeit bieten, hier Fragen zu stellen an unser Podium. Ich glaube, das Thema ist wichtig genug. Wer bitte mag, bitte aufzeigen, zu dem komme ich mit dem Mikrofon. Wer möchte? Bitte sehr. Sie sind der Herr? Rudi Mark, Mitglied der Fachgruppe der Ingenieurbüros. Ich bin mit Leib und Seele Brandschützer und zähle zu denen, die schon Ende der 1990er Jahre erkannt haben, dass eine Brandschutztür ein massives Hindernis für Rollstuhlfahrer darstellt. Leider, oder Gott sei Dank, gibt es jetzt mittlerweile, aber leider erst seit 3 Jahren, Öffnungshelfer. Also es entwickeln sich auch andere Fachbereiche schon in diese Richtung, dass Barrierefreiheit auch gelebt wird. Nachdem ich schon so lange zu diesen gehöre, die barrierefrei versuchen zu denken, wollte ich die Frage an den ersten Referenten richten. Mir hat dieses Bild mit dem Dreieckständer sehr gut gefallen oder dem Fahrrad dann an der am Regenabfallrohr. Wie mache ich dann, um der Aufforderung entgegenzukommen, die Stadt oder die Umgebung barrierefreier? Was mache ich mit dem Dreieckständer? Wie gehe ich damit um? Ich kann den Dreieckständer zum Beispiel, wenn ein Gehsteig breit genug ist, auf die Straßenseite ganz einfach stellen. Also ich habe ein weiteres Beispiel, das ist halt in diesen Vortragsreihen nicht drinnen. Da ist eine Ausfahrt, die hat ein Quergefälle von 8% bitte. Und da steht ein Dreieckständer, also ich komme dort mit einer Hand mit dem Rollstuhl kaum vorbei. Also das heißt, ich muss da 3-4 Mal reversieren, dass ich vorbeikomme. Und wie gesagt, wenn man sowas sieht, dass man einfach die Leute darauf aufmerksam macht und das dann auch dementsprechend erklärt, weil der weiß nicht, warum man den Dreieckständer jetzt auf eine andere Stelle stellen soll. Und wie gesagt, also auch die Räder. Vielleicht kann man das Rad statt heraus in Hausflur einstellen. Also mitdenken. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Mitdenken. Noch jemand von Ihnen, der darauf reflektieren möchte? Dann komme ich zur nächsten Frage. Sie sind der Herr. Mein Name ist Wladimir Pantic. Ich stehe auf.
gesehen zu werden. Danke vielmals für die Beiträge, danke für Zahlen. Die Zahlen sind viel größer, Fachgruppe UBIT, die Zahlen sind viel größer, weil zum Barrierenfreiheit gehört auch die Sicherheit und ist eine große Gruppe nicht berücksichtigt. Das sind die Menschen unter uns mit Persönlichkeitsstörungen, mit Traumata, mit unterschiedlichen Behinderungen, psychiatrische Diagnosen. Deswegen hat mir gut gefallen, wir kommunizieren nicht mit Gesetzen, wir kommunizieren mit Menschen. Das heißt, alle Gesetze sollen gelernt werden und überprüft werden bis spätestens gestern. Und ab heute, beziehungsweise spätestens am Morgen, soll man den Menschen, den Kunden vor uns sehen. Wir sehen die Kunden und kommunizieren mit Kunden elektronisch oder persönlich, weil der alte Spruch sagt, der Kunde werde unsere Toiletten und Webseiten vergessen, bleiben die menschlichen Beziehungen und Vertrauen, das er zu uns aufgebaut hat, beziehungsweise ob wir verdient haben. Deswegen bitte weiter dranbleiben, geschäftlich, aber auch sicherheitsmäßig zahlt sich aus, dran zu bleiben und danke vielmals für die Veranstaltung. Dankeschön, also ein Statement. Jemand hat da gut gesagt, gell? Also kann man nichts, bitte sehr. Noch jemand? Nur die Frage, die Wirtschaftskammer ist ja nicht irgendwer. Und wenn Sie jetzt sagen, die Gesetzgebung lässt zu wünschen übrig, inwieweit rennt man da mit Ihrer Expertise da beim Gesetzgeber an Gummibände? Was sind da so Ihre Erfahrungen? Gibt es da Erfahrungen? Herr Neumann, Diplom-Ingenieur. Bei den Gummibänden, um da und den Rechtsanwalt der Wirtschaftskammer auch kurz zu zitieren, Herrn Postel, es gibt schon einen gewissen Grund, warum das Behindertengleichstellungsgesetz auch angegliedert worden ist an das Antidiskriminierungsgesetz. Einerseits, weil es die Antwort darauf liefert, betrifft es mich auch, wenn es nur einen meiner Kunden betrifft. Das ist der Witz am Antidiskriminierungsgesetz. Das sind, wie wir auch festgestellt haben und der Kollege Tolina auch angemerkt hat, von denen wieder einmal gemacht worden, die es nicht direkt betrifft. Die Wirtschaftskammer bemüht sich aktiv, einerseits jetzt einmal zu zeigen, wie kann man damit umgehen und durch diese Offensivkampagne natürlich auch auf die Schwachstellen aufmerksam zu machen, damit man Gehör findet. Aber wir wissen, wie schwierig es ist, bei Politikern Gehör zu finden. Gehören auch zu dieser Gruppe teilweise. Und last but not least ist es beim Behindertengleichstellungsgesetz aber auch so, diese Gummibänder, die sind manchmal sehr, sehr biegsam. Weil, und vorweg nur ganz kurz, bevor dann irgendjemand drauf kommt, ich bin kein Mitglied der Rechtsanwaltskammer und betreibe keine juristischen Beratungen, das ist nur gehörtes, weitergegebenes Wissen von Juristen, dadurch, dass das Behindertengleichstellungsgesetz sich an das Antidiskriminierungsgesetz angliedert, kollidiert es in einigen Diskussionsbereichen auch mit Denkmalschutzgesetz beispielsweise und stellt Juristen auch vor die Frage, theoretisch würde es durch das Antidiskriminierungsgesetz das Kulturgüter etc. aushebeln, wenn man da unter Denkmalschutz steht. Von der Strafe nach dem Denkmalschutzgesetz hilft es aber dann auch wieder nichts. Die Gummibänder sind sehr flexibel, richten sie aber wieder nicht an das, was eigentlich bedeutet. Ich denke mit Schauern und ich hoffe, dass es nicht viele dieser Art geben wird an Prozesse, wo in der Art vielleicht argumentiert wird zu Lasten der Betroffenen, also das möchte man gar nicht ausmalen. Dominik Neumann. Ganz kurz noch, ein bisschen banaler formuliertest du gerade, speziell jetzt auf neue Medien betroffen, die Gesetze werden von Juristen gemacht, die von neuen Medien keine Ahnung haben und dadurch einfach das nicht exakt definieren können. Lass mal so stehen, ne? Lass mal so stehen. Bitte sehr, der Herr in der zweiten Reihe, kommt zu Ihnen. Mein Name ist Hönigsberger, ich komme vom österreichischen Zivilinvalidenverband. Und für mich ist faszinierend, dass das Gesetz bereits im Jahr 2006 gekommen ist, das heißt vor 10 Jahren. Und da hat es Fristen gegeben, wo Barrieren mit einem gewissen Wert wegzugeben waren. Da hat niemand sich gerührt. Ich muss sagen, Gott sei Dank, jetzt 5 vor 12 hat die Kammer es erfasst, dass man etwas tun muss.
weil 2016, immerhin nach 10 Jahren, bitte, das Gesetz alle Grenzen eben nicht mehr kennt. Und ich muss dazu sagen, interessant ist zum Beispiel das neue Baugesetz, das am 15. Mai gekommen ist, die Novelle, hat wieder mal die Bauten schlechter gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt mussten vor allem im subventionierten Bau mussten 100% der Wohnungen umbaubar sein. Jetzt sind es nur mehr 25. Mit dem Idealtitel des leistbaren Bauen. Und wenn man sich solche Sachen näher ans Herz nimmt, dann wundert man sie nicht mehr. Behinderte sind nach wie vor rausgeschoben und man will sie nicht. Nach wie vor. Und entschuldigen Sie noch. Und wie gesagt, für mich ist es interessant, dass jetzt zum Beispiel der Landeshauptmann von Niederösterreich vor kurzem ja Entgleisung im Fernsehen gehabt hat, den Behinderten gegenüber. Nur, er hat reagiert. Unser Präsident, der Klaus Voggett, hat er mit ihm gesprochen und interessanterweise, jetzt auf einmal hat das Land Niederösterreich bis 50.000 Investitionssumme eine Subvention von 20% zugesagt. Und ich glaube, dass das auch für die Steiermark interessant wäre, dass der Landeshauptmann etwas Ähnliches für Firmen macht, wenn eine Firma etwas investiert für behinderte Menschen, dass man auch da solche Subventionen auslobt. Danke. Ja, das ist also ein wichtiger Punkt. Da tun Sie unseren Landeshauptmann leider sehr unrecht, weil er hat vor seinem Kollegen in Niederösterreich schon in seinem Ressort im Tourismus 2 Millionen für die 2 Jahre 15 und 16 ausgelobt. Für Tourismus. Also für die... Und in Niederösterreich war es eine Pressemeldung, wo noch keiner weiß, wer die Förderung bekommt und wer auch beraten darf. Weil es sind nämlich auch bis zu 20 Stunden Beratung mit 90 Euro gedeckelt und davon 75% gefördert. Aber es weiß noch keiner, wie das abgehandelt wird. Wie schaut das überhaupt aus? Jetzt sind es lauter Spezialisten hier, vielleicht Frau Brandweiler-Schott. Wie schaut das aus mit den Kosten? Also der Unternehmer muss ja investieren. Keine Frage, weil jetzt das Gesetz so verlangt und hoffentlich auch die Menschlichkeit. Was für Möglichkeiten hat er? Das sind ja oft keine kleinen Kosten. Ja, zuerst einmal möchte ich informieren, dass es seitens der Wirtschaftskammer jetzt Beratungstage geben wird, wo man sich eben kostenlos als Unternehmer bzw. Geschäftsinhaber auch informieren kann über mögliche Lösungsvorschläge. Darf vielleicht gleich 2 Termine sagen, die wir schon kennen, dass der 29.07. und der 26.08. ab 14 Uhr gibt es genau diese Beratung, die Frau Magister gerade. Genau, also da werden Experten seitens der UBIT hier beratend zur Seite stehen und auch Experten von den Ingenieurbüros eben zum Thema Möglichkeiten für barrierefreie Zugänge. Und das ist schon, glaube ich, einmal ein wichtiger Punkt, den wir hier anbieten können. Und möchte zu den Wortmeldungen auch kurz sagen, ich denke mir, es stimmt schon seit 10 Jahren, allerdings glaube ich, dass es jetzt trotzdem okay ist, dass wir in Gespräche kommen und dass wir uns Gedanken darüber machen, wie gehen wir an die Sache heran und ich glaube, das ist der Punkt, den wir sehen müssen. Ja. Stimmt. Ja, wollte ich nur noch einmal wiederholen. Zuerst Herr Neumann und dann Herr Toll. Wenn wir von Investitionen sprechen, natürlich müssen auch im Bereich Online, im Bereich neuen Medien Investitionen getätigt werden. Nur die rechnen sich sehr schnell, weil das Google-Ranking unweigerlich verbessert wird, man sich eventuell das Einkaufen von AdWords spart. Also im Online-Bereich ist der Return of Investment sehr, sehr schnell gegeben. Gut, Herr Diplom-Ingenieur. Für mich ist immer der Frevel, dass teilweise auch bei Neubauten Barrierefreiheit noch immer mit Füßen getreten wird.
Und es gibt seit, glaube ich, 10 Jahren eine Studie von der ETH Zürich, und das ist jetzt nicht wirklich eine behindertenfreundliche Institution, eine Studie, die besagt, wenn man von Beginn an, von der Planung an, barrierefreies Planen und Bauen berücksichtigt, dann sind das 2% der Gesamtkosten. Und das heißt, wenn ich heute eine Hotelanlage hinstelle, dann ist das nicht einmal die Endreinigung. Okay. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz aufpassen, dass hier nicht Behinderte gegen Unternehmer und umgekehrt ausgespielt werden. Weil es kann nur ein Miteinander sein, und nur miteinander können wir die Welt ein Stück barrierefrei machen. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz aufpassen, dass wir uns da nicht gegenseitig ausspielen lassen. Und dazu soll übrigens auch, ja, tun Sie das. Ganz wichtig, und ich glaube, da will auch die Wirtschaftskammer sicherlich auch in diese Richtung sensibilisieren. Dafür sind auch die Erstberatungen da. Ich sage noch einmal die 2 Termine am 29.07. und 26.08. ab 14 Uhr. Wenn Sie da nicht können, können Sie online auf die Homepage gehen, da können Sie sich anmelden dann auch für weitere Termine, die es sicherlich noch geben wird. Wollten Sie noch was sagen, Herr Diplomischner Korczak, oder ja, nur ganz haben Sie nur so das Mikro jetzt? Sicherheitshalber mal. Nein, ich gehöre zu diesen Quasseltöten, ich kann meinen Mund nicht halten. Das ist ja Ihr Job halt. Zum einen, so wie es der Kollege Neumann schon erwähnt hat, im Bereich der Webseiten sind sehr, sehr viele dieser Dinge nicht sehr kostenintensiv, sind aber zeitintensiv, vor allem wenn Seiten selbst betreut werden. Und das ist mit ein Hauptgrund, warum es auch oft nicht gemacht wird, Alttexte bei Bildern beispielsweise, wenn man zu faul ist, sie dazuzugeben. Agenturen geraten unter Zeitdruck, müssen noch rechtzeitig abgeben, und dem Kunden ist es egal, dass er das überhaupt hat. Zum Beispiel auf Rückfrage reagiert er nicht darauf, weil es nicht kommuniziert wird, dass das wichtig wäre. Deswegen gliedert sich das meistens auch. Die einen machen Suchmaschinenoptimierung, die anderen machen Webseiten, die anderen erklären, wie es geht. Der dritte verkauft die Uhr und sagt, wie spät es ist. Das heißt, ein Zusammenspiel auch von Faulheit und Mitdenken, das heißt mit dem Faktor Zeit, ist da einiges getan. Und nur ganz kurz noch zu dem Punkt, das mit den 10 Jahren, es ist uns bewusst, aber das Schweigen ist eines dieser bewussten Schweigen. Man merkt auch, das Thema Barrierefreiheit ist insofern sensibles, dass es in den Wirtschaftskammerwahlkampf fraktionell übergreifend ausgeklammert wurde und nicht von irgendjemandem missbraucht wurde. Die Problematik, um hier auch Behindertenvertreter zu zitieren, die jetzt mit Bürgermeistern gemeinsam beispielsweise Berollungen der Gemeinden durchführen, was recht simpel ist und allen einen Mehrwert bringt, auch den Wirtschaftstreibenden, ist die Grundproblematik, vor der auch Behindertenvertreter stehen, zumindest mit denen ich darüber gesprochen habe, dass das ein Gesetz ist, das schon vorab bei Bekanntwerden die Behinderten in eine Situation drängt, wo man sagt, ja, dann kann ja einer, der jetzt bei mir nicht essen konnte im Gasthaus, dann die Schlichtungskommission anrufen und die Kollegen, die dann mit ihm lokal essen konnten, ebenso. Das werden dann die machen und die essen dann auf meine Kosten, bevor man darüber nachdenkt, was man eigentlich tun kann. Und so ist es auch bei dem die Problematik, das Hinausgehen, dass man vorher mit allen Organisationen spricht, versucht die Politiker dort Gehör zu finden, um es, bevor dann die Panik ausbricht, noch das Ruder rumzureißen. Und wenn das nicht gelingt, dann bleibt uns nur mit der Informationsoffensive und auch die Möglichkeit, einen Markt daraus zu machen. Und das andere Problem ist natürlich auch, wenn man mit Juristen darüber redet, Juristen sehen diese Sachen immer sehr, sehr wertfrei. Die sagen, das Gesetz bewerte ich erst, wenn es einen OGH-Entscheid gibt, dann fange ich an, darüber nachdenken. So soll es nicht sein. Ein Stichwort ist gefallen, noch einmal die Schlichtung, Frau Magistra Kolbitsch. Man, die Zeit ist schon ein bisschen, es ist ja nicht quasi morgen, dass das Gesetz gilt. Kann man sagen, keine Angst vor der Schlichtung? Ja, würde ich sagen. Weil, ich meine, es ist so. Lassen Sie uns mitlachen. Na, ich habe gesagt, weil es noch nicht das Zivilgericht ist. Also es ist jetzt erst das Schlichtungsverfahren und findet keine Einigung. Wer sitzt da drin? Wer schlichtet? Im Grunde ist, bei der Schlichtung wird nicht einmal die Schuldfrage geklärt, sondern da wird geschaut, dass man sich einig wird. Und das ist mit einem Mediator, seinen eigenen Rechtsanwalt. Also es ist sogar, die Schlichtung ist kostenlos. Die wird vom Sozialministerium Service bezahlt. Ja. Außer wenn man einen Rechtsanwalt mitnimmt, muss man den selber zahlen. Das ist klar. Aber nicht umsonst. Ja. Im Grund, da geht es darum, dass man eben sich einig wird
Das ist eigentlich die Haupt- eigentlich eine zusätzliche Information, die dann schon ins Detail geht, was allenfalls zu tun ist. Genau, und wenn man sich nicht einig wird, dann ist dann erst die Klage möglich. Okay. Und wie weit dann jemand wirklich eine Klage angeht, okay, ist dann die Frage. Gut. Eine Frage könnte man noch zulassen, wenn oder sind Sie? Bitte sehr. Danke. Paul Pitzern, bin tätig im Bereich Consulting für Bau und Immobilien. Und die große Frage, die sich uns natürlich stellt in Zukunft, ist, was passiert mit der ganzen Altbausubstanz? Wir haben ja in Graz sehr viele historische Bauten und es gibt einfach Fälle, da kann man mit dem besten Willen also die Barrierefreiheit nicht erreichen. Wiederum, wie früher schon erwähnt, dieser Widerspruch mit dem Denkmalschutzgesetz. Und vielleicht nur kurz die Frage an die Experten, was passiert, wenn es wirklich nicht möglich ist? Ich sage einmal, ein legendäres Kellerlokal, das einfach davon lebt, dass es ein Kellerlokal ist, wo man mit keinem technischen Mittel eine barrierefreie Zugänglichkeit erreichen kann. Was passiert mit solchen Unternehmen oder Lokale in der Sporgasse oder sonst wo? Was passiert dort? Die wird es weiterhin geben, wie es die letzten 10 Jahre gegeben hat. Ja, aber was ist, wenn jemand klagt und sagt, ich will da rein, geht aber nicht, was passiert dann im schlimmsten Fall? Er kann nur zuerst die Schlichtung bemühen und wenn es in der Schlichtung keinen Interessensausgleich gibt, dann hat er die Möglichkeit, der Mensch, der sich diskriminiert fühlt, auf eigene Kosten, auf eigenes Risiko zu klagen. Und der Unternehmer umgekehrt, der so oder ein Bauherr oder Altstadt und so, wo es wirklich nicht geht, technisch, aus welchen Gründen auch immer. Es wird die Welt nicht 100% barrierefrei machbar sein. Aber wir können sie besser machen. Aber wir können sie mit jedem Schritt besser machen. Das stimmt. Gut, ich glaube, waren wichtige Appelle drunter, die zum Nachdenken anregen und hoffentlich auch zum Nachjustieren. Vielleicht noch ein Schlusswort von unseren Diskutanten. Was bei mir so überbleibt hier, ist die Sensibilität für das Thema zum einen, und das ist schon mal wichtig, und zum anderen ist es wirklich eine Win-Win-Win-Situation aus meiner Sicht. Und wenn das Gesetz auch noch entsprechend wäre, dann wären wir sowieso alle zufrieden. Wie sehen Sie es und was ist Ihr letzter Appell, den Sie hier an dieses Forum oder beziehungsweise an Ihr Publikum mitgeben können? Vielleicht beginnen wir gleich mit Ihnen und enden mit dem Herrn Neumann. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich selbst einmal in einen Rollstuhl reinzusetzen, einmal auszuprobieren, wie man eine Gehsteigkante fährt, auszuprobieren, eine Rampe zu fahren oder einen Gehsteig, der sehr stark pumpiert ist. Oder probieren Sie ganz einfach, einen Tag einmal alles nur mit einer Hand zu machen oder setzen Sie sich einmal eine Augenklappe auf, dann wird für Sie die Welt auch schon ganz anders ausschauen und auf einmal werden Ihnen wahrscheinlich mit einem Schlag eine Dutzend Ideen einfallen, was Sie sofort umsetzen können, ohne viel Geld. Dankeschön, Frau Magister Kolbitsch. Ich möchte die Kollegen aufrufen, sich auf das Thema einzulassen und zu schauen, okay, was kann ich in meinem Bereich tun, damit ich eigentlich dem Gesetz, eben, dass das Gesetz umgesetzt werden kann. Sei es eben im Design, sei es elektrotechnisch, sanitär, eben gerade bei den Ingenieurbüros ist ja wirklich jeder Bereich betroffen und ich mache auch aufmerksam, wir haben die Pflicht, das vergessen viele, unser Warn und also wir müssen sehr wohl die Leute aufmerksam machen, dass es gemacht werden muss. Dankeschön, Blomenschneider Kautschuk. Mir ist das Wichtigste eigentlich dabei, nach dem Motto unserer Sparte Information und Consulting, die drei Grundfaktoren dabei zu berücksichtigen. A, ja, es gibt ein Gesetz, aber ignorieren wir einmal das Gesetz. Es gibt eine Kundengruppe, die vernachlässigt wird, die man selbst vielleicht nicht betreut, die man außer Acht gelassen hat. Das ist eine Marktchance. Wir sind in einer Situation, wo man um jeden Kunden mehr, den man haben kann, glücklich sein kann. Aber es gibt auch die Unbegrenztabilität. Andererseits die Innovationsmöglichkeiten, die darin stecken, Dinge für die Realisierung des Gesetzes oder für Behinderte zu erfinden, zu entwickeln. Im Open-Source-Bereich gibt es genug Möglichkeiten, im Software-Bereich etwas zu machen. Browser, die Übersetzungen und Sprachausgaben machen können. Es gibt eine hohe Innovationskraft einerseits auch in der Entwicklung und natürlich auch in der Beratung und in den neuen Bereichen, die ich Kunden anbieten kann. Von der Marketingagentur, die statt dem QR-Code einmal vorschlagen kann, machen wir Visitenkarten mit Braille-Schrift darauf,
der Witz dabei erschließt sich dann vermutlich auch denen, die es nicht lesen können, aber sehen und fühlen können. Und andere Möglichkeiten weit darüber hinaus, die man eben neu dort anbieten kann, damit die eigenen Kunden wieder bei sich selbst ein neues Kundensegment erschließen. Das heißt, wir sind in einem Zyklus, der uns sehr, sehr viel ermöglicht und das Gesetz uns noch den notwendigen Arschtritt gibt, das zu tun. Ja, und warum Vorgaben nachhecheln und darüber jammern, neue Standards setzen, wäre die Devise. Liebe Frau Magister Brandweiner-Schott. Ja, da möchte ich sagen, dass wir unserem Logo und unserem Claim hier Genüge tun wollen. Als Ingenieurbüros wissen, wie es besser gelingt, sollten wir als Berater und Planer eben genau den Kunden so beraten können, dass wir das schon im Vorhinein mitdenken, das Wort gefällt mir gut, dass wir sozusagen bei neuen Projekten das Barrierefreie mitplanen, mitberaten und somit schon von vornherein einfach die Dinge, die möglich sind, machen. Und das, glaube ich, ist das, was die Ingenieurbüros, abgesehen davon von neuen Entwicklungen, natürlich wissen sollen und können. Dankeschön. Dominik Neumann zum Schluss. Ich kann mit dem Gesagten nur anschließen, man darf das jetzt nicht als schlechte Sache sehen oder als Einschränkung sehen oder als Benachteiligung für alle, die jetzt groß was umändern müssen. Speziell innerhalb der UBIT, die Berater, Informationstechnologen müssen das einfach als Chance sehen, soll das als Chance sehen, beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Ich bin überzeugt, dass ab sofort in den nächsten paar Jahren sich da ein riesengroßer Markt auftun wird. Dankeschön. Die Wirtschaftskammer ist da Ihr Partner. Sie sehen es, bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Information und Consulting. Und das Schlusswort gehört dem Chef, Herrn Kommerzialrat Hinterschweiger. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Darf mich am Schluss bei Ihnen allen für das Interesse, für die Zeit und für den Besuch in Ihrer steirischen Wirtschaftskammer bedanken. Ganz besonders Dankeschön sagen möchte ich wie immer einigen Damen. Wir Männer sind einfach diskriminiert, das muss auch einmal festgestellt werden. Frau Kollegin Kolbitsch. Vielen Dank. Auch das dürfen Sie? Ja. Ganz barrierefrei. Ja. Wie natürlich auch bei den Herren, Diplom-Ingenieure Dollinger, Kortschak, Dominik, bei dir, vielen Dank. Es ist mir aber ein besonderes Bedürfnis, bei unserer Spartenassistentin, bei der Frau Haring, die alles perfekt vorbereitet hat, ich habe heute was gelernt, habe ich überhaupt noch nie gehört. Es gibt dann noch ein schwimmendes Buffet. Haben Sie den Begriff schon mal gehört? Ich habe mich dann erkundigt, das heißt, Städtische für uns, die keine Behinderung haben, aber auch normale Tische, der Diplom-Ingenieur Dollinger hat heute, wie viel Zentimeter? 70 Zentimeter. Okay. Das heißt, dass auch die motorisierten, mechanisch motorisierten, zum Tisch dann hinfahren können. Es sind also überall, ich mir das genau erklären lassen, zwei normale Sessel und zwei Plätze, nicht mit Sessel bestuhlt, dass sie mit den Rollstühlen hinfahren können. Schwimmendes Buffet. Das habe ich auch gelernt von der Frau Haring. Danke für die Vorbereitungen. Und ein ganz besonderes Danke geht natürlich an meinen Geschäftsführer, Magister Elscha Bravi-Ploder, die wieder alles hervorragend und souverän gemacht hat. Danke, Nadja. So, bevor Sie dann wirklich das Schlusswort haben, ich habe jetzt schon erzählt, wie das für eine Möblierung ausschaut. Natürlich sind Sie alle dann zu diesem schwimmenden Buffet auch eingeladen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kommerzial. Ja, dann will ich doch nicht mehr lange aufhalten. Sie haben alles gesagt, das Wesentliche, nämlich dass jetzt für Sie das Buffet wartet. Auch von meiner Seite ein Dankeschön an die Referenten. Das war hochspannend. Ein Dankeschön auch an Sie, dass Sie da waren im Namen der Wirtschaft.
herzliches Danke auch für Ihr Interesse und für Ihre Fragen. Ich darf mich auch persönlich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Applaus